Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es geht um den Antrag Einjahreshaushalt für die Jahre 21 und 22 anstelle eines Doppelhaushaltes 21/22 langfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Haushalt 2022 abwarten. Und wenn wir uns ehrlich und klar machen, Herr Finanzminister, dann sitzen Sie im Moment vor einer Glaskugel, die dicht im Nebel umhüllt ist. Sie kennen weder die September-Steuerschätzung, Sie kennen weder die November-Steuerschätzung. Und deshalb ist es Ihnen vermutlich bei Ihrer Eckwerteklausur auch nicht gelungen, alle drei Koalitionspartner hinreichend dazu zu bewegen, Einsparungen in künftigen Doppelhaushalten vorzunehmen. Sie wollen weiter an dem Doppelhaushalt festhalten. Sie machen das jetzt auf der zeitlichen Ebene, indem Sie die Haushaltseinbringung hier im Landtag vermutlich auf November, vielleicht auch auf Dezember verschieben. Das ist der Zeitpunkt, wo wir normal einen Doppelhaushalt beschließen. Und das hat die Wirkung, dass Vereine eine vorläufige Kassenführung haben, dass alle Ministerien die Beschaffungsmaßnahmen haben, eine vorläufige Kassenführung haben. Wenn die dann europaweit ausschreiben müssen und wir dann irgendwann Ende April einen Haushalt haben, dann müssen die 2 Monate europaweit irgendwelche Dinge ausschreiben. Dann haben die nur noch 6 Monate Zeit, das Geld rauszuwerfen, damit sozusagen in dem Jahr noch ausgegeben werden kann. Das ist einfach keine seriöse Haushaltspolitik. Machen Sie sich deshalb ehrlich und klar. Legen Sie uns einen ordentlichen Einjahreshaushalt für 2021 auf den Tisch. Über den diskutieren wir hier und den beschließen wir auch noch nach Möglichkeit dieses Jahr. Und die größte Gefahr, die 2022. So, und die größte Gefahr, die ich sehe, was passiert beispielsweise, Herr Finanzminister, wenn Sie die Steuerschätzung, ich sage es mal, zu konservativ einschätzen? Wir hatten hier schon Finanzminister, die dann überrascht waren, dass sie Rechnungsüberschüsse in Milliardenhöhe plötzlich ausgewiesen haben. Wir kommen dann in eine Situation hinein, wo Sie womöglich mehr Steuergeld einnehmen, als Sie im Haushalt prognostiziert haben. Und wir haben hier in der Vergangenheit im letzten Jahr gesehen, dass 800 Millionen Euro aus dem Sachsen-Garantiefonds, ich sage es mal vorsichtig, im Wahlkampf verballert worden sind, damit jeder einzelne Abgeordnete, eine für die Brunnendörfer, der andere für dies, der nächste für das, sozusagen noch seinen Wahlkreis befriedigen konnte. Und das wollen wir verhindern. Und wenn ich Sie so angucke, Herr Hartmann, jeder Mensch, der solide öffentliche Haushalte aufstellt, braucht dafür valide Steuerschätzungen. Die haben wir im Moment nicht. Und deshalb ist es seriöser, einen Einjahreshaushalt aufzustellen, als sozusagen sich jetzt auf einen Doppelhaushalt zu vereinbaren, meine Damen und Herren. Ich danke recht herzlich, ich bin schon fertig. Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Linke, wir sind es ja von Ihnen gewohnt, wenn Anträge fast identisch sind, dann lehnen Sie unsere Anträge ab. Sie sind halt nie inhaltlich geprägt, meine Damen und Herren, sondern sie sind nur ideologisch ausgestellt. Kampf gegen Rechts, Kampf gegen Nazis, liebe Demokraten in diesem Parlament und was man hier alles hört, stecken Sie es in die Tasche. Machen Sie gefälligst inhaltliche Arbeit, dann vertragen wir uns vielleicht auch etwas besser. Und zur soliden Finanz- und Haushaltspolitik mal ein cooles Beispiel. Wir hatten letztens Haushalts- und Finanzausschuss und da war die Landeszentrale für politische Bildung da. Die will einen Online-Bürgerdialog in Nach-Corona-Zeiten machen. Und um den zu bewerben, haben wir im Haushaltsausschuss 120.000 Euro bewilligt. Natürlich, Herr Hartmann, Sie greifen sich an den Kopf, ich mich auch. Nie mit Stimmen der AfD, weil in dem Fonds geht es darum, die Redezeit Corona ist abgelaufen, Beseitigungsmaßnahmen zu finanzieren und nicht Firlefanz mit der Antifa. Das wollte ich Ihnen auch noch mal gesagt haben. Applaus